Begrüßt du Hallo solche und Leute hier? herzlich willkommen zu Project Cast, hier Chaoten-Cup-Rennen-Mega-Event hier aus Mega. Barcelona. Mega. Mit Mega. dem Barcelona, ja. Barcelona, mit dem Josh, der gerade vor mir fährt. Und schönen guten Tag, Dem Hallöchen. Julian. Schönen guten Tag, Hallöchen. Und Und hier dem noch ein Carsten. James. Ja, hallo, hier Und fährt dem noch ein Carsten Carsten mit natürlich. übrigens. Noch ein Der Carsten, Carsten. cool. Ja, hier ist noch ein Carsten. Ja, aber es gibt nur einen Simulanten und der ist Ja, auch ich in der weiß. Aufnahme dabei. Ich Ja, ich weiß, bin auch dabei. einen Simulanten gibt's nur, aber ihr fährt trotzdem Es noch einen gibt nur Carsten. einen Simulanten. Ich fahre jetzt hinterm Josh her, der macht das ja so gut. Einen Ja, er macht das super. Simulanten. Mich wundert, dass der Josh, Josh du machst das rausgefahren super ist und nicht raus, abwartet, bis aber alle raus krass. Ja, sind. aber du bist auf der Strecke Wir geblieben, wissen, ne? wie der Carsten da, wer der Carsten da vorne wieder weiter heißt. Ist gerade 19. 19 ja, ist gut, der, jetzt ja? hat das nicht so viel zu sagen, glaube ich. Der Hab ich 19? Mal mein Timer ist aber noch jung, ne? Carsten Krämer. Carsten Krämer. Hat der so Krämer Laden? Mit E. Krämer, also so nicht, Krämerladen. Nicht so wie Jean-Pierre Krämer. Nein, nein, aber auch mit K, aber mit E. Mit K, aber mit E. Ja, Krämer halt. JP. Das ist der KK. Kaka? Ist der Kaka? Der Kaka? Vielleicht fährt ich er weiß auch so, was. Ich weiß es nicht. Ist das kein Carsten mit C? Nein, das ist kein Carsten. Carsten, das spricht man trotzdem Carsten aus. Da 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 da, jetzt bin ich neben Josh. Da 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 da. Dafür macht der Carsten erstmal seinen Aufmarsch. Da 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 da. Jetzt bin ich vor dem Josh und hinter dem anderen blöden Porsche, der so langsam fährt. Also Porsche-Fahrer sehe ich auch nicht. Da 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 da. Ich finde, nach der Kurve fahren die immer so scheiße langsam. Ich denke, echt, es gibt so Stellen, da denke ich mir, Leute, jetzt. Ba da da da. Ba da da da. Ich war auch gerade langsam, aber nur weil ich ein bisschen, ein bisschen Abstand nach vorne haben will. Ja, ich weiß, du willst ja wieder in der ersten Runde direkt die Bestzeit holen, ne? Wir hatten ja gerade schon mal einen Take, weil James WLAN abgeschissen ist. Da haben hat der Kerl innerhalb nicht. Von zwei nee, Runden hat er seine beste Runde gefahren und war erster. Ja, gut, man muss 46, dazu sagen, 9. Bei mir hat es gerade, keine Ahnung, runtergeladen bis gerade eben und dann bin ich gerade die Strecke gekommen und hat es irgendwie. Und der Josh und dann ist weiter. Der Josh einfach mal schnell ebenso weiter Platz. Ja. Mit links. Du der ist vorher gerade mal drei Runden gefahren. Naja, aber Kai ging jetzt irgendwie vollständig. Ich war dann in der Box und hab meine Sprit da eingestellt. Meine Sprit, Alter. Meine Sprit. Meine Sprit, mein Block, mein BMW, mein Stift. Mein Holz. Ich um mein Holz, ich um mein Holz. Das klappt immer, das finde ich gut. Holz, ja, Holz, ja. Ja. Stock. Hihi. Funktioniert auch meistens. Stockheim. Oh, da ist auch eine neue Umsiegkarte, sie heißt Stock. Oh, hallo. Heim. Hallo. Was, Tullerstraße? Tullerstraße. Oder bist du mir einfach Nein, gefolgt? Tula. Hallo, ja, Luisa hört gefolgt, mit, also ich sag verwirrt. Gefälligst Tullerstraße. Nein, Trollerstraße. Ich habe wieder zu viel Benzin mitgenommen. Ich auch. Also ich bin dafür, dass wenn James Trollerstraße sagt, Luisa reinrufen darf und den Ursprung des Namens Trollerstraße erklären darf. Ach so, oder die Ansage nochmal darf. Ruporator. In Richtung du Staatstheater, Konzerthaus und Trollerstraße. Verkehrsbetrieb, bitte umsteigen. Bitte umsteigen. So schön. Ach ja. So, ich warte da mal. Ja, warte mal nochmal. Hi! Achso, das warst du, sorry. Ich hab nicht in den Spiegel geguckt. Ich hab nicht in den Spiegel. Darum sagte ich eigentlich, ja, warte nochmal. Boah. So, die nächste Runde wird vielleicht meine. Ich bin nicht ein paar Kinder ganz früh am Computer. Ich bin der Bursch im Internet, wenn ich mich mit den Kindern fetch. Ah, der Shooter-King, ja? Ja, klar. Wir sind doch eher so, keine Ahnung. Mein Name wir sind ist gar nichts. Ja, 1998. Wir können nichts. Weder können hier Autorennen noch irgendwas planen oder bauen. Du James, bist du in die Box, gell? Bis was? 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 Wieso können wir denn nichts planen bin und bauen? Auf der Strecke despawned in die Box, ja. Aber hast dich nicht, dass du Internet oder so. Nein, ich bin unter. Nee, sonst hätte links das Chatfenster gesagt. Hames Rakutai. Ja, also ich sag mal, wenn, dann würden wir das auch so werten, dass wir. Zum Rennen vorspulen und aufs Qualifying scheißen. Dass der James 0 Punkte kriegt.
und wir alle volle Punktzahl. Das Problem ist nur, dass man Project Cars das nicht sagen kann. Ja, doch. Wobei, doch kann man tatsächlich, wenn man nicht das Qualifying fährt, sondern nur ein Rennen startet, ist das in den meisten Fällen so, dass alle Freunde, die beigetreten sind, sich auf die Plätze 1, 2 und 3 und so verteilen und James tatsächlich dann als Letzter startet. Und James würde dann als Letzter starten, weil der Host startet ohne Qualifying eigentlich fast immer als Letzter. Ist er fair. Ja. Jerry dafür, dass er die Arbeit des Hostens übernimmt, ja. Ja, ui, die Arbeit des Hostens. Ist das Ding, dass der Rechner nicht mehr noch alles leisten muss, da helfen. Nichts, ja, er muss nichts leisten. Doch, er muss hosten. Ja, genau, Alexandre, fahr mir einfach in die Karre. Ist kein Problem. Hosten oder toasten? Ach, da ist wieder der Exo-Porsche. Boah, das ist so eine Idee für eine Show oder so. Hosten oder toasten? Dann müsstest du aber sagen roasten oder toasten. Ja, hosten oder toasten, dann spielt der Julian I am Bread. Ja, so, zweiter. Hallo, James. Ach, du warst James, das. Da hast du mich schon im letzten Livestream zugebracht. Das werde ich nicht nochmal machen. Host oder Toast? Also im vorletzten Livestream. Im vorletzten. Nee, er hat mich dazu gebracht, einen Brett zu fahren. Zu fahren? Ja, weil ich vorgeschlagen habe, noch eine Runde Omsi oder soll man was anderes machen. Und dann sagte er, ja, mach doch einen Brett. Ja, weil ich wusste, dass der Chat da auch für ist, dich leiden zu sehen. Arsch. Ich bin 13. Das war knapp. Ich bin 13. Das war fast zu schnell. Das heißt, ich kann mich auf der Start gerade durch alles durchbumsen und bin dann vorne. Bumsen? Bumsen. Hey. Wir haben ein Isaac hier dabei. Cool. Ein Isaac? Ja, der lässt jetzt bestimmt einen Apfel fallen und dann berechnet er irgendwie Gravitation oder so. Obwohl die Apfelgeschichte ja gar nicht mal nachgewiesen ist. Ja, ich wollte auch immer so einen schlechten, keine Ahnung, Witz bringen, den eh wahrscheinlich die Hälfte nicht versteht, weil, keine Ahnung. Ja, ich verstehe das nicht. Der Zuschauer bestimmt. Hey Josh, ich verstehe den Witz, du Arsch. Ich bin nicht so ungebildet, wie du denkst. Du Penner. Weil man redet immer mit genau dir. Du, lieber Zuschauer, du hast bist der Dumme. Verstanden. Du hast den Witz nicht verstanden. Du bist dumm. Hey Josh, ich habe ihn wirklich nicht verstanden. Und Jörg hat gesagt, ich bin blöd. Nein, jetzt wenigstens der Julian gesagt, weißt du, es ist nicht weiter schlimm. Es ist eh kein Verlust. Es ist eine recht kurze Strecke. Oh. Ja, relativ. 4,62 Kilometer. Ja, nur. Das ist ja schon fast unter meinem Niveau. So kurze Strecken fahre ich. Die Zeit war gerade tatsächlich unter meinem Niveau. Uiuiuiui. Alexander ist hier. Max! Kai! Kenny was? Ist ein Arsch. Kai, Kai, Kai? Kai, Kenny ist ein Arsch, okay? Kenny ist ein Arsch. Sie haben Kenny getötet! Ihr Schweine! Stop, Entschuldigung. You bastards! Carsten, bist du Erster? Nein. Zweiter? Ach doch, der Carsten ist aber eins vor mir. Warum fahren sie alle so gute Zeiten? Das? Und jetzt konzentriere ich mich, jetzt halt die Fresse. Ja, halt die machst Fresse. Du gut. Ich konzentriere mich auch nochmal eine Runde und dann wird ein bisschen gequatscht. Kinder wird ein bisschen genau. Die restliche halbe Stunde wird nur noch gequatscht. Ja, klar. Ein bisschen rumquasseln, ein bisschen was erzählen. So viel liegen geblieben die letzten Wochen. Was gar nicht mehr so unwahr ist, wahrscheinlich. Wehe, da fährt jetzt einer vor meiner Nase raus. Ja, das kenne ich aber auch. Na gut, genau, da komme ich noch dran vorbei. Warte, ich komme. Na ja. Ich habe dass das Auto so laut ist. Schnuffi, ist das Auto zu laut? Nein, ist es nicht. Welches Auto? Ja, mein Auto. Nee, ich habe nicht James gefragt, ich habe dich gefragt. Schnuffi James, genau. Da kam ganz an, seit wann nennst du James Schnuffi? Das hätte mich jetzt aber auch schwer gewundert. Mich auch. Nein, James, dich hätte es gefreut. Nein. Verpisst euch jetzt da, ich will hier durch. Oh, geh weg da mit deinem McLaren! Arschloch! Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Du fährst auch kein McLaren. Ach, guck mal, jetzt bin ich eins weiter als der Carsten. Wie bin ich hier über Platz 3?
Ja, ich bin gerade vorbei. Es geht aber gar nicht sowas. Nee, sehe ich auch nicht. So, jetzt aber. Krass, das habe ich mir auch gerade gedacht. Nee, ich finde dementsprechend das gehandelt. Oh, Drift. Bestzeitsektor 1. Jetzt drehe ich mich schon wieder hier. Oh, so, jetzt bin ich zufrieden. Ja, das mit dem Bremsding hochstellen, das ist mega. Du kannst recht spät bremsen, ja. Ja, eben. Mit dem Fresse halten ist mega. Ich bin jetzt Fünfter. Mit dem Fresse halten ist mega. Dann mach mal weiter. Nee, Quatsch. Ich wollte so ein bisschen quatschen, ja. Können wir mal gucken, hier ist eine schöne Strecke hier und die Map ist auch ganz cool und bla. Die Map ist voll cool. Wir sind heute auf der Map, keine Ahnung. Barcelona. So, jetzt wird nichts mehr erzählt. Jetzt gibt's Stillschweigen. Stillschweigen? Jo. Dillschweine? Ja, die sowieso auch. Was eigentlich, dass wir das mit Dill machen können? Wer macht Dill da? Gibt's morgen was mit. Nee, gibt's nicht. Morgen gibt's nichts mit Dill. Morgen gibt's Fleisch. Ja. Morgen wird nicht gekocht. Nein! So, jetzt mache ich noch eine Bestzeit. Mach mal. Werde ich Platz 1. Mach mal. Vertrau dir da. Ja, ich mir auch, voll und ganz. Das ist schön. Sind wir ja schon zwei. Ah, bei mir nützt nichts mehr, ich fall jetzt in die Box. So. Ja, aber ich werde auch mal langsamer gerade irgendwie. Das wird auch irgendwie gerade. Ich werde schlechter. Nicht. Hauptsache, ich bin jetzt hier Bums, ne? So. Eben, bist du. Bums, kannst du ja eine Hand abzählen, dann passt es. Hauptsache Bums und dann ist gut, genau. Josh Lebensmotto: Hauptsache Bums und dann ist gut. Du bist schon wieder leiser geworden. Das hat dich jetzt so verschämt, der Kommentar, dass du zwei. Nein, ich bin nicht leiser geworden. Ja, der ist extra weggerückt, damit ich bin nicht leiser geworden. Hallo! Ich übersteuere fast. Wenn dann irgendwie jemand was sagt. Hallo, ich übersteuere. Das ist nur falsch verstanden. Genau, ich war das nicht. Ich hab da nichts gesagt. Nee, ich hab da nichts gesagt. Jeder Motorgeräusch, das ist voll aus dem Kontext. Nee, also Bums. Ich bin auf der Maus ausgerutscht. Du bist auf der Maus ausgerutscht. Hey. Bei der Kurve muss man die aber abziehen hier. Okay, müsste man. Pam. Oh, 47,5. Was? Gut, da. Ist aber schlecht. Ich glaube, er hatte schon eine 46er Zeit beim letzten Mal. Ja, er hatte schon eine 46er. Auch in dem Ding hier jetzt? Nein! In dem Ding hier nicht, aber in dem davor. Ich bin so gute Zeit und dann in der letzten scheiß Wichskurve. Kann doch nicht sein, ey. Der Carsten ist dann anscheinend irgendwie hinter mir, so knapp. Ja, Carsten ist Dritter. Du hast eine Zeit vor. Nee, aber so auch hier räumlich jetzt. 1,48,819 hast du. Kack, hat 1,49,6. In der letzten Sektor wieder alles kaputt gemacht. 6,00 oder 6,88, eins von beidem. Das Telefonnummer, rufen Sie jetzt an. Genau. Im letzten Sektor kann ich auch gut verkacken. 1,49, 6,00 oder 6,88, eins von beidem, wählen Sie einfach mal. Passt schon irgendwo, kommen Sie schon raus. Wahrscheinlich beim Brauhaus Mangold in Düsseldorf. Stiftet die Zuschauer da mal nicht an, die wählen nachher noch unsere Rundenzeiten. Ah, das ist wie bei Rose. Ganz ehrlich, wer das macht, der tut mir aber ehrlich leid, weil normalerweise sollte man merken, dass die Rundenzeit zu kurz ist für eine vernünftige Handynummer. Nee, aber ja, das könnte ja eine normale Telefonnummer sein. Ja, nein. Oder Service-Hotlines. Stimmt. Ja, genau, die Chaoten-Service-Hotline. Rufen Sie jetzt an, es geht niemand dran. Ja, doch, wir haben einen Dauertelefondienst. Ja, bestimmt. Das muss ich ja reimen. Zu Jörns Erotik-Hotline oder so. Dann haben wir doch Joshs Kochsendung mittags um 12. Ja, genau, da können Sie dann wählen, drücken Sie bitte die 1 für Jörns Erotik-Programm. Dann haben wir noch so, Carstens Versicherungsberatung. Ich hoffe, ich tue jetzt nicht allzu weh. Und James Nothilfe für Raucher. Ich muss es einfach tun, 46,2. Ja, ist schön. Ja, das mach. Wen interessiert denn das? Ziemlich Jacke in die Hose, weil du bist eh Erster. Eben.
Ja, eben. Ach man, das habe ich die Kurve da. Jetzt habe ich die Zeit nicht gezählt. So scheiße jetzt hier. Mann. James, ich finde ziemlich frech von dir, dass du jetzt in die Box gegangen bist. Wirklich? Ja, weil mitten während ich hatte die Hände nicht am Lenkrad mehr hatte. Und das heißt, ich muss jetzt... So, jetzt gucke ich dem Josh zu. Josh, fühle dich beobachtet. Ja, ich bin ja gerade auch hier. Kannst du fast sogar einsteigen. So, und jetzt verkacke ich wahrscheinlich. Weil mir jetzt einer mehr zuschaut. Weißt du, so Zuschauer sind egal, aber... Weißt du was, ich gucke dir jetzt auch noch zu. Aber Zuschauer gucken dir eher sekundär zu. Ja. Sekundär, ja. Und die geben keine blöden Kommentare ab und so. Noch nicht. Ah, das war jetzt verbremst. Ah, wobei, haben wir ja, aber du hast es auf der Strecke gehalten wenigstens. Das schaffe ich in meiner ersten Runde da meistens nicht. Was gibt es denn morgen? Ach ja, morgen gibt Burger. Geil. Burger? Ja, wir bestellen. Oh. Burger Lars Dietrich. Nee. Boah, mein Handy macht mich immer zum Kannibalen. Wir haben das jetzt heute in der Gruppe irgendwie, oder nee, gestern haben wir das irgendwie abgesprochen, was wir denn morgen machen, ob wir bestellen oder so. Und ich habe gesagt, ja, Burger ist eine gute Idee. Er macht daraus, Burger ist eine gute Idee. Das ist halt so gut. Und es ist mir halt absolut nicht aufgefallen, bis jemand geschrieben hat, ey, das ist so geil, wie dein Handy dich immer zum Kannibalen macht, wenn wir über Burger reden. Das ist jedes Mal so. Jedes Mal für irgendwas von wegen Burger absprechen. Jeder kennt doch Burger Lars Dietrich, oder? Ja, klar. Ja, ja. Das ist der leckere mit Pepperoni oben drauf. Ha, ja. Boah, der müsst echt so ein American Diner eröffnen oder so. Ja. Gibt's hier den Burger Lars Dietrich. Der hat bestimmt noch keiner gebracht. Das ist jetzt der erste Witz. Also, ja, den haben wir uns gerade alle ausgedacht. Ja. Der ist ganz neu. Burger Lars Dietrich. Oder wenn jemand seinen Laden den Bürgermeister nennt oder so, das ist auch... Bürgermeister gibt es tatsächlich, ja, nämlich hier in Dortmund. Und in Berlin. Und ja, ist halt eine Fastfood-Kette, ne? So eine Lieferkette. Eine Lieferkette? Dings, Gedöns. Aha. Wie heißt der Bürgermeister von Dobel eigentlich? Den kenne ich sogar. Franz Dieter... mit leerem Tank noch! Mit leerem Tank, ja, Carsten, das wie dreckig er noch lacht. Das sind die effektivsten Runden mit leerem Tank. Ja, tatsächlich, weil das Auto am leichtesten ist. Ehrlich. Die Reifen am abgefahrensten ist abgefahren. Aber den Penner hier von James habe ich auch nicht gekriegt. Ja, den Penner aber hier auch von nicht. James. Ah, das war jetzt der Scheiße. Du meinst den Penner-Bot, ja, der für James die Zeiten fährt? Ja, das war eine ganz gute Zeit, glaube ich. Der James fährt seine Zeiten brav selber. Mhm. 1,46, ey. Gib's zu, du hast ein modifiziertes Lenkrad. Modified Lenkrad. Aber sogar nicht gar nicht so schlecht. 1, 2, 3. Hast du ordentlich vorgelegt? Ich bin noch 5! Ich bin noch 5! Ja, der Carsten war ja also geistig zwischen uns. Stimmt, der Julian ist 5. Ja, mal, der Julian ist 5. Jetzt ein tu nicht 50. So überrascht, du Dreckes. Ich hab das vorhin schon angekündigt. Sackfalte. Jetzt tu nicht so, James. Jetzt tu nicht so, als würde dir eigentlich niemand zuhören. James. Du hörst mir eh nicht zu, James. Ja, Julian, das ist korrekt, Julian. Josh, das tu nicht so, als würdest du den Julian verstehen. Genau. Josh, so. Wir haben beim letzten Chaotentreffen schon festgestellt, ich guck dem dass wir uns Josh in manchen Situationen ganz gut... Uiuiui, Josh fährt in die Box. Oh, nee. Wo wolltest du hin? In die Box? Dem Josh seine Reifen sind etwas abgefahren. Ich wollte gerade sagen, der Josh hat, glaube ich, auf Körper ein wenig zu viel Gas gegeben. Naja, er hat einfach Scheiße gebaut. Liebe, Josh wollte doch nur in die Box zu seiner Einladung. Josh weg. Jetzt ist der Josh weg. Echt? Ja, weg ist der Josh. Wohin denn? Guck mal, der James steht auch. Weg bist du. Ah, nee, guck mal, die machen alle so komische Fahrten. Oh, dann verabschiedet dein Internet sich gerade. Meins? Mhm. Oder? Mhm. Oder James? Ist das dreckig? Wie dreckig ist das denn? Nein, der James wurde getrennt. Oder ich wurde getrennt. Du wurdest getrennt. Du wurdest getrennt. Du wurdest das ist getrennt. Aber egal. Ja, nein, das ist nicht egal. Das ist ziemlich asozial, weil jetzt bist du nicht mehr Dritter. Ja. Ja, aber wenn er wieder reinkommt, kriegt er ja seine Zeit wieder. Ja, sicher? Kriegt er seine Zeit dann wieder? Sicher? Müsste. Würde ich ansonsten nicht hat er noch 10,5 Minuten Zeit. Ja, hätte er noch 10,5 Minuten verdient. Hauptsache, nein, du hast es nicht verdient. Wenn das jetzt nicht passiert wäre, wären wir schon alle durch gewesen, 10 Minuten vor Qualifying-Ende. Ja, aber Übungsrunden schaden ja nicht. Trabadabidabido.
Dabidabidu. Achso, was hat er eigentlich? Ach, der hat nur Blackscreen aufgenommen. Aha. Schabschabadabadu. Ja, kannst du dann irgendwie ein Bild drüber machen oder so. Kurz oder eine Pause oder Testbild oder so. Oder ist einfach so lassen. In Ordnung. Besser als mein Desktop oder so. Josh, ja. Weißt du, was ich, das, was ich deswegen unternommen habe? Gegen was? Gegen Schwarzbild. Ja, ich habe in meinem Heim-OBS habe ich auch unten so ein Bild drunter. Richtig, aber halt dass wenn das Spiel abscheißt, dann ist das halt nicht schwarz. Ja, aber ist das habe ich noch nicht gemacht. Ich hatte keine Zeit. Er hatte doch keine Zeit. Wir haben auch keine Zeit. Ich bin nicht mehr Dritter. Fuck. Ja, die Henne, ey. Ist ziemlich dreckig. Passt aber noch. Ja, locker. Er will der Allerbeste sein. Nee, eigentlich will ich nur wieder ungefähr... Keiner Freund war. Er will eigentlich nur so... Gleich holt er James und rasiert ihn weg. Er kennt hier die Gefahr. Project Cars. Wir sind hier und da und überall. Ja, genau. Alter, Finn, was... Falsches Universum. Gar nicht mehr irgendwie. Ist mir egal. Der läuft nicht. Das Auto fährt der wie... Currywurst? Ja, Gieße in Stadt. Und macht dich da satt, ne? So Thema I am Bread und so. Currywurst. Ja, genau. Der Carsten geht jetzt gleich auf seine Runde. Aber Currywurst gibt's doch nur in Kleve. Genau, ansonsten gibt's auch gar keine. Also es ist auch alles eine Lüge. Ja. Aber eigentlich wurde ja dokumentiert, dass ich eine gute Zeit gefahren bin. Eigentlich wurde es leider dokumentiert und auch im Video zu sehen. Ja, boah. Das Problem ist nur, dass leider Project Cars das nicht akzeptiert. Ist mir egal, ich lege jetzt einen Widerspruch ein. Aber von 14 Tagen bekomme ich eine Antwort und dann ist okay. Okay, innerhalb von 14 Tagen. Andere wesentlich ältere Spiele hätten Zeiten gespeichert. Ja, ich finde, das kann man generell. Ist aber heutzutage, ID, weißt du, in so einem Zeitalter, wo Programme nicht mehr die Datenbanken selbst speichern, lokal oder online hinterlegen, sondern die jedes Mal beim Spielstart erzeugen müssen oder beim Programmstart erzeugen, hust, hust, Logitech Gaming Profiler, hust, hust, ist das auch eigentlich, also weil heutzutage ist Speicherplatz auch echt eine Knappheit, ne? Also ja, ja, definitiv. Dass du, ja, da so, dass du da so eine 100 MB Datenbank im Maximalfall ablegst, ist es ja nicht so. Es ist Plain Text, Julian, das ist nicht 100 MB, das ist Plain Text. Vor allem ist es ja nicht so, dass du das Gigabyte schon für 1,20 Euro kriegst oder für 12 Cent. Ist ja auch nicht so, dass man gerade 19 Gigabyte runtergeladen hat. Warum fällt mir da vorne so ein Dreckskack-Scheiß-Penner vor die... Entschuldigung, und so die paar... Entschuldigung, das Gigabyte kostet, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz irre, sogar nur noch 6 Cent. Ja, kommt immer auf das Speichermedium an. Bei einer SSD ist das teuer. Bei einer HDD. Ja, das ist ja so das Standard. Da kostet es halt nur irgendwie... Warte mal, ja, doch eine 2-Terabyte-Platte kriegst du für 120 Euro. Da hast du aber schon eine gute. 2-Terabyte kriege ich für 90 Euro? Mhm. Darum sage ich, da hast du dann auch schon eine gute. Ja, ich... Ich weiß nicht mehr, was meine Western Digital Gold gekostet hat, aber die hat auch 2 Terabyte. Und die ist nur für Spiele. So, ich habe es voll verkackt. Für nichts anderes, nur für Spiele. Was anderes kommt mir da nicht drauf. Doch, der Aerosoft Launcher tatsächlich noch. Oh. Der ist da auch noch drauf. Gucken wir mal, was der Josh da unten so anstellt. Und GTA ist da jetzt mittlerweile wieder drauf. Also Josh, du musst schlagen 50-3. Ja, nee, ich würde generell überhaupt mal enge Zeit haben. James? Julian? Ich hab dich ganz doll lieb. Was? Die 50-3 ist nicht von dir? Nennst du jetzt auch Schatzi? Ist die 50-3 ist doch von mir. Nein, deine ist eine 50-4. Oh, Entschuldigung. Du bist nur ein Zehntel hinter mir. Alter, was war denn das jetzt hier gerade? Der Curb, ja, der erwischt mich auch regelmäßig. Ja, dann warte ich jetzt hier ein bisschen. Oder du dann ihn, würde ich sagen. Abstand. Ja, oder ich ihn, aber er hebelt mir das Auto auch regelmäßig aus. Seitdem habe ich mir angewöhnt, ihm aus dem Weg zu gehen. James rast auf Curb zu. Curb, ey, Alter, komm nicht näher. Hi, James, okay. Alles cool, alles also cool. Dem gehe ich tatsächlich lieber aus dem Weg. Ey, Alter, ich gehe einfach weg und dübel mir ein. Wie viel Zeit habe ich denn noch? 5,5. Ja, also 2 Runden. Einfach eindübeln und entspannen, Alter. Ihr bleibt drin. Arsch. Oh, 56,0. Arschpenner. Kackwichs. Arschpenner. Leute, gute ey. Zeit. Scheißdrecks. Kackdrecks. Wichs Apparello. Penner. Dings. Gedönsviech. Feierabend. Was? Feierabend?
Ich wollte einfach noch ein Wort dran. Kräftig, kräftig, würzig, gut. Mit Pommersche aus dem Buchen rauf. Boah, ich hatte heute auch Leber. Das schmeckt auch. Ich hab das vorher gemacht, war voll lecker. Buchen rauf, frisch auf den Tisch. Schmeckt das auch. Nee, so ist der Brauch. So ist der Brauch. So ist der Brauch. Ja, ja. Nur ob ich das brauche, ist die andere Frage. Ich bin ja noch so ein Kind aus den 90ern, ne? Voll bepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Hinein ins Weekend Chile. Ach du Scheiße. Ne, da bin ich doch zu. Sahne, Joghurt, sahnig, fruchtig, frisch und echt? Hinein ins Weekend Chile. Was? Ich bin 97er Kind, ich kenne das nicht. Halt einfach ab, erlebt den sahnigen Geschmack. Mit Zott ins Weekend Chile. Sehr schön. Nur jetzt kannst du ja keine Milchprodukte mehr zahlen, vor allem Butter nicht oder so. Butter nicht? Nee, Butter kannst du es gar nicht mehr kaufen. Weiß ich nicht, ja, ich hab schon länger keine Butter mehr gekauft, aber ich kaufe immer die Butter im Becher von Kerrgarten. Ja, oder die sind von, recht konstant. Von Kerrygold. Geblieben. Also der normale Prügelbutter ist jetzt irgendwie von 99 Cent auf 1,79 hoch. Der selbst was? Der normale was? Butter? Prügelbutter. Prügel? Kennst du nicht Prügel? Nee. Mit halbe Pfund Butter von mir aus, wenn's wie du es willst. Bei uns heißt das Stück Butter. Mal Frau Antje. Bei uns ist es einfach Markenname, ne? Das ist wie Tesa. Ja. Einfach Frau Antje. So, mal, so. Wenn du mir was anderes sagst, krieg ich die Pimpernellen. 49,1. Super, ich bin jetzt zumindest wieder da, wo ich hin wollte. Das bin ich zufrieden, das kann ich noch. Jetzt können entspannen. Wir das Qualifying vorzeitig abbrechen. Nee, kommt die eine Runde, die fahre ich jetzt noch. Kann sagen, lass den Jungs doch seine eine Runde noch fahren. Vielleicht verbessert er sich nochmal. Ist ja jetzt immerhin, das Auto ist leichter. 3 Kilo. Überleg mal, ich habe jetzt 3 Liter Sprit da rumfliegen lassen, ey. Ja, es ist auf dieser Strecke fahren wir alle das 3-Liter-Auto. Das ist aber doof. Nur, dass wir die halt auf 4,5 Kilometer verblasen und nicht. Ich werde nicht besser. So. Boah, das war jetzt aber nicht schlecht gerade. Hoi, hoi, hoi. Wie viele Runden fahren wir? Nein, 22. Herr James rundet immer auf. Der Penner soll mal schneller 65 fahren, Liter ey. Sollten reichen. Ich habe einfach nach den Runden jetzt eingestellt. Genau 23. Dann hast du aber viel zu viel mit. Ich habe es aber genau 3, ist mir egal. Es reicht mir. Ich nee, bei mir hat er gesagt, bei 65 Liter schaffe ich irgendwie 24 Runden oder so. Ja, habe ich. Wie hab viele ich auch. Runden fahren wir? 22. 22. 22. Hoi. Boah, nehmt ihr euch die Edit. Ist es diese verschiedene. Es ist verschiedene. Wenn drei Gedankenstränge zusammenkommen, dann kommt das bei raus. Das kenne ich. Weißt du, du müsstest echt mal. Hattet ihr schon sowas wie Betriebssysteme, sowas wie Scheduling beim Prozessor? Was für ein Ding? Ja, okay, dann. Scatman John beim Prozessor. Dann braucht ihr das noch, weil. Scatman schon. Jetzt ist der Josh sogar schneller gefahren als vorhin in seiner Runde. Weil dann braucht ihr das noch, Josh. Eine kann er noch. Damit du den Output, den du halt von deinen 3 Tasks, die du im Kopf hast, damit du dann nicht so durcheinander bist. Komm, Josh, gib Gas. Grade. Mit viel Glück kriegst du noch eine hin. Tuesday-Treiber oder sowas. Ja, dass du so einen Scheduler hast, zum Beispiel Round Robin. Also nee, nicht so Interrupt-mäßig oder so. Oder, wobei ich glaube, beim Reden wäre First Come, First Serve besser. Also den ersten Satz zuerst rausbringen, dann den zweiten Gedanken, ja, dann nein, einfach so eine Queue. Einfach so. Kein Stack, sondern eine Queue. Genau, eine Queue. Oh, überleg dir mal einen Stack beim okay. Reden, es geht schief. So neue Idee oben drauf. Aber hey, Stack beim Reden, so ist Yodas Skript entstanden. Dann sind die Wörter nämlich ja, falsch. Push und Pop oder was? Genau. Push und Pop und dann mittendrin noch ein Stack Trace Error und dann hast du irgendwie. Und Overflow drin und genau, noch ein Overflow schon. Und deswegen kommt dann die Yoda-Sprache zustande. Okay, das sind wieder Witze, die nur Josh und ich witzig finden. Alle anderen, die irgendwie mithören, alle anderen drei, die sagen dann. Ja, vor allem auch alle anderen Zuschauer denken sich so. Oh. Das ist schlimm, ne? Aber wenn ich über normale Informatiksachen rede, schreiben die mir in die Kommentare, es ist voll interessant, wenn ich was erkläre oder so. Was sind denn normale und was sind unnormale? Ich habe mal was über Prozessoren erzählt und so. Ah. Tatsache, ich habe die Titel gelesen. Apropos über Prozessoren. Ich habe die Trullerstraßen-Titel gelesen. Trullerstraße! Ja. Luisa, dein Teil bitte. So, Cover.
Also, der Josh muss so einmal über die Linie. Warum heißt das Tullerstraße? Weil das Geld für noch ein Jahr nicht gereicht hat. Ja, also zum Beispiel. Boah, Josh, auf die letzte Sekunde, du. Ja, damit haben wir dann die Plätze 1, 2, 3 und 5 erreicht. Genau, und dann sehen wir uns morgen. Genau, der Alexander hat sich einfach da reingeschmuggelt, der Penner. Mit so einem McLaren-Scheiß-Auto. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.